Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns den Premium-Adventskalender von Rituals an. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist ein Adventskalender zum selber zusammenbauen. Auch wenn er 169,90 Euro kostet, musst du ihn selber zusammenbasteln. It is wie it is. Immerhin sind die Produkte in ihren Häuschen schon drin. Hier haben wir dann auch nochmal die Christmas Lights drin, also quasi, wenn man das Ganze illuminisieren möchte. Was ich auch sehr, sehr hübsch finde tatsächlich. Wir machen das jetzt auch ein bisschen andersrum. Das heißt, ich habe hier vor mir die ganzen Häuserchen stehen und wir werden das Ganze befüllen. Hier soll ein Warenwert von 275 Euro drin sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für 170 Euro erwarte ich sehr Großes von diesem Adventskalender. Kein Tralafitti, keine Füllprodukte, keine Proben, ne? Also auf gar keinen Fall. Ich gehe fein damit, dass wir die vier Kerzen hier drin haben werden an den vier Adventssonntagen. Das ist halt der Klassiker, das haben wir immer. Ansonsten möchte ich hier Kabittjes haben. Ich möchte hier große Produkte haben. Ich möchte hier jeden Tag ein Wow-Erlebnis haben, weil 169,90 Euro sind 169,90 Euro, Leute. Da kriegen wir auch richtig krasse Adventskalender für, wo verschiedene Marken drin enthalten sind. Nun, wir schauen jetzt mal. Und Abwechslungsreichtum, das wäre auch ganz schön. Starten wir einfach mal mit der Nummer 1. Und sie enttäuscht uns nicht. Hier haben wir von Ritual of Karma Body Lotion Mousse mit Lotus Flower und White Tea. 150 ml finde ich super. Das ist richtig, richtig gut. So möchte ich auch, dass dieser Adventskalender startet und so möchte ich auch, dass er weitergeht. Übrigens möchte ich nicht, dass wir hier mehr als 3 Duschgele drin haben oder mehr als 3 Bodylotions, ne? Also das sollte hier auch schon relativ homogen verteilt sein bei dem Preis. Auch der 2. Dezember fühlt sich eigentlich ganz gut gefüllt an. Aber ich sehe hier schon was drin. Aber es kommt nicht alleine. Okay, aber dafür hätte man sich auch den mittleren holen können, der 70 Euro weniger kostet. So, wir haben hier aus der The Legend of the Dragon Reihe das Home Perfume mit Pflaume und Zedernholz mit 50 ml. Das ist dieses hier und das ist ein, Raumduft, so kann man das sagen, was man halt so sprühen kann. Pflaume finde ich ganz toll vom Duft. Und hier haben wir auch das Füllprodukt mit drin enthalten. Ja, es ist hier mit im Kläppchen. Ja, es sieht total fancy aus und man kann es tanzen lassen. Aber ich weiß nicht, feiert ihr so eine Quaste? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Da hatte ich gedacht, dass ich schon fertig mit Basteln war. Nein, ich hatte vergessen, eine Zwischenebene einzusetzen. Yay. So, der 1. Adventssonntag ist am 3. Dezember dieses Jahr. Und da haben wir auch eine Kerze drin. Das ist jetzt nicht so mein Lieblingsduft. Oris Mimosa. Ich glaube, 25 Gramm haben wir hier in der Kerze drin enthalten. Das sind ungefähr 2,50 Euro oder so. Ja, ist nicht so mein favorisierter Duft, muss ich gestehen. Hier haben wir jetzt die Nummer 4 und da ist was Großes drin. So will ich das haben, meine lieben Freunde. Jo, ein bisschen was für die Klamotten. Laundry Deluxe, ein Refreshing Spray. Lotus Flower and White Tea. Ich glaube, dass sowas 250 ml auch ganz nice ist, wenn man halt irgendwie vielleicht über Nacht die Wäsche im Trockner oder in der Waschmaschine gelassen hat, dann kann man das Ganze nochmal auffrischen. Oder wenn man halt so von Sommer- auf Winterkleidung wechselt und das Ganze schon ein bisschen im Keller oder auf dem Dachboden gelegen hat. Ne? Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wofür man ein Refreshing Spray für die Wäsche brauchen würde. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bin ich da zu wenig Hausfrau, dass ich das nicht verstehe? Ich weiß es nicht. Am 5. Dezember haben wir wieder was Schönes, Schweres dran am Tag vor Nikolaus. Und da ist auch was Schönes, Großes drin, wie ich hier sehe. Und da haben wir auch The Legend of the Dragon. Das ist das Gold Foaming Shower Gel mit Pflaume und Zedernholz in der Full Size mit 200 ml. Also so wie das jetzt hier gerade am Laufen ist, genauso will ich es auch haben. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn der Raumduft jetzt quasi alleine im Kläppchen gewesen wäre und dann halt größer. Ne? Aber naja, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Denn auch Nikolaus darf zeigen, was in ihm steckt. Irgendwie. Savage Garden Private Collection, ein Raumduft mit 50 ml. Ja, das ist ja der Duft von... Nee, doch nicht. Nee, das ist noch ein anderer Duft. Genau, von noch einer anderen Kerze, die ich heute schon gerochen habe. Das mag ich. Das riecht nach Papas Aftershave, muss ich sagen. Oh ja. Aber hier ist halt die Sache, wir nutzen nicht so wirklich Raumduft. Was wir, beziehungsweise nicht so Sprayer, was wir halt machen, ist, dass wir halt entweder so Duftstäbchen aufstellen oder halt die, das Melt, ne, Duftwachs verwenden. Zum Beispiel von Miss Curly Wachs. Kann ich euch super gerne mal in der Infobox verlinken. Das ist eine YouTube-Kollegin von mir, die selber ihre Melts kreiert und gießt. Mega.
Die Nummer 7 befindet sich hier. Sie ist schmal, aber sie scheint gut gefüllt zu sein, denn sie ist relativ schwer. Und hier haben wir von Ritual of Ying Sleep Night Rescue Hand Mask. Finde ich total super. 70 Milliliter sind hier drin. Und das riecht nach Sacred Voto, was? Nach Sacred Wood und Lavender. Und das beruhigt halt auch, ne? Und Lavendel, Nummer by the way, hält nicht nur dich weniger vom Schlafen ab, also es macht, dass du schneller schlafen kannst, weil es dich beruhigt, sondern es hält auch noch Mücken, Motten und Spinnen fern. Also das ist halt auch so ein Duft, den die nicht so gerne mögen. So, die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht und sie kommt in einem wunderschönen, güldenen Tannenbaum. Das mögen wir, aber was wir nicht so gerne mögen, ist, dass das sehr, sehr klein ist. Sparkling Hair and Body Mist aus der Ritual of Meer Reihe mit süßer Orange und Zedernholz, ganze 20 Milliliter sind hier drin. Ja, also, ja. Was soll ich sagen? Mir persönlich ist es Pelle, wie groß es ist. Ich werde es eh nicht verwenden, weil ich nicht so gerne Body and Hair Mist verwende. Aber toller Duft. Aber trotzdem schade, dass es so klein ist. Weil wir für den Adventskalender 170 Euro bezahlt haben und das auch gerne wieder reinhaben wollen. Hat nicht so gekracht mit der 8. Mal gucken, ob wir uns in der Nummer 9 über etwas Schönes freuen dürfen. Da haben wir The Ritual of Sakura. Mag ich sehr gerne, aber auch da hätten wir uns den Adventskalender für ein paar Euro weniger kaufen können. Passt gut. Magic Touch Body Cream mit Reismilch und Kirschblüte, 100 Milliliter haben wir hier drin und ich mag das super, super gerne, weil das ist sehr, sehr reichhaltig. Ich liebe den Duft und ich finde, das ist ein gutes Produkt. Hatte ich auch schon in einem großen Tiegel, habe ich schon mal leer gemacht vor Jahren. Ist immer wieder eine tolle Erfahrung, finde ich. Und Ritual of Sakura ist mein liebster Rituals-Duft. In der Nummer 10 wird es auch sehr wahrscheinlich wieder mit einer Kerze weitergehen, weil dort ist wieder ein Adventssonntag am Start. Savage Garden, genau, das ist der Duft, der mich an meinen Papa erinnert. Und das ist halt so eine kleine Kerze wieder. Genau, kann man machen. Hier habe ich jetzt die Nummer 11, die erste Schnapszahl. Oh la la, auch da hätten wir uns den anderen Adventskalender holen können, aber ich finde es sehr, sehr cool, dass es hier auch mit drin ist. 110 Milliliter von dem Handwash Sweet Jasmine aus der, ich glaube, Private Collection stand da gerade und mag ich sehr, sehr gerne. Ich liebe Jasminduft, das ist ganz, ganz toll, das sieht auch super edel aus, mag ich gerne leiden und deswegen richtig gut in einem Adventskalender aufgehoben, ne, mag ich. Halbzeit, die Nummer 12. Auch hier ist wieder was Schweres drin. Auch hier hätten wir uns den Adventskalender einer Stufe kleiner holen können. Auch hier ist der Sticker etwas schief. Ein Handbalsam mit 85 Milliliter, auch aus der Sweet Jasmine-Reihe. Und ich finde es einfach praktisch, wenn du halt zwei Pumpe hast. Nicht nur, weil es einfach schön aussieht, sondern weil du die auch schön nebeneinander hinstellen kannst. Und es ist einfach einfacher, wenn du gerade sowieso im Badezimmer bist und dir die Hände wäschst, dann eben schnell auch nochmal auf den Pumper drauf zu drücken und dann dir die Hände einzucremen. Ich vergesse das halt super schnell so, ne? Also die erste Halbzeit sieht soweit so gut aus, aber man muss auch bedenken, dass wir hier ja die Hälfte von 275 Euro stehen haben müssten, also 127,50 Euro müsste das dann ja quasi sein. Puh, das glaube ich eher weniger. Und auch, dass wir hier 85 Euro stehen haben, wage ich hart zu zweifeln. Nun, zweite Halbzeit, die Nummer 13. Unser zweiter Duschschaum ist hier am Start. Refreshing Foaming Shower Gel, Fresh Eukalyptus und Rosmarin aus der Ritual of Hammam Reihe. Auch das eine Full Size. Nichts anderes hätte ich erwartet, ne? Genau, weil Rituals ist hochpreisig, aber keine Luxusmarke, ne? Deswegen sollten die wirklich hier nicht irgendwelche Proben oder so reinpacken oder Minis. Also das hier ist schon wirklich hart an der Grenze. Nein, das ist eine Grenzüberschreitung, das ist nicht in Ordnung eigentlich, ne? Aber gut, finde ich gut, ist tatsächlich auch ein Duft. Nicht jeder mag ja diese super blumigen, super süßen Dufte. Das ist dann auch für die Leute etwas, die es auch gerne etwas aquatischer oder etwas würziger mögen. Die Männer haben ja eigentlich ihren eigenen Adventskalender, deswegen möchte ich hier auch nicht unbedingt irgendwelche Ritual of Samurai Sachen drin haben. Schauen wir mal, was in der Nummer 14 drin ist. Ja, das ist toll. Ach, das ist richtig gut. Das ist auch aus der Ritual of Hammam Reihe, das Deeply Purifying Hot Body Scrub. Sehr interessant, Sea Salt und Eukalyptus. Also Meersalz und Eukalyptus, ich mag es einfach. Ja, das ist richtig geil, Leute. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Uiuiuiui. Wie viel ist das überhaupt? 125 Gramm?
Da riecht sie leider nichts durch, aber das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich weiß nicht, warum hot. Ich hoffe nicht, dass es auf meiner Haut zu heiß wird. Weil wenn, na, man sollte Bodypeeling eh vor der Rasur verwenden. Ne? Einmal Achtung bitte. Vor allem, wenn du auch Salz mit drin hast. Das kann sonst richtig brennen. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf und freue ich mich drauf, dass es hier drin ist. Mag ich lieber als diese ganz dezenten Tüdelü-Peelings. Es soll gerne ein bisschen schrubbeln auf der Haut, dass meine Winterhaut, gerade so an den Schienbeinen und so, ne, auch einfach gut gepeelt wird. So, am 15. Dezember haben wir jetzt hier auch ein Tannenbäumchen. Ich glaube, ich mag bei diesem Adventskalender die Tannenbäumchen nicht ganz so gerne, weil hier können sich entweder sehr kleine Produkte drin befinden oder, gut, das ist auch sehr klein, ein Ritual of Namaste Conscious Skincare Glow Radiance Anti-Aging Serum mit Bakuchiol. 10 ml sind hier nämlich drin. Ja, Bakuchiol ist die pflanzliche Variante zu Retinol und Retinol gehört zu den Vitamin A Vitamin und hat einen leicht peelenden Effekt, weswegen ich das auf jeden Fall abends empfehlen würde. Und das ist der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin. Also eigentlich das Retinol, aber hier ist jetzt ja Bakuchiol drin. Okay, die Nummer 16. Reden, Kopfkragen. So, hier haben wir etwas für die Sportbegeisterten unter uns. Und zwar Rituals Sport Anti-Dryness Body Lotion. Und zwar ist es mit Aktivkohle mit 70 ml. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch mit Minze ist. Weil normalerweise hast du bei dieser Reihe halt Aktivkohle und Minze mit dabei. Ich glaube, wenn du das... Nein, ich glaube, das ist ohne Minze, ne? Nun, aber das ist ein Produkt, was halt eher so in die sportliche Richtung geht. Was weniger halt jetzt diese blumigen... Geschichten unterschreibt, ne? Und ich glaube, dass einfach Rituals hier so eine relativ ausgewogene Geschichte präsentieren möchte, aber meins ist es nicht unbedingt. Am 17. Dezember haben wir wieder einen Adventssonntag. Ich hätte es ja hart gefeiert, wenn die in den drei Adventskalendern auch wirklich unterschiedliche Düfte reingepackt hätten, also auch von den Lichtern hier, ne? Haben sie leider nicht. Das ist Smooth Violet. Ich mag den Duft sehr, sehr gerne. Sehr schön blumig und angenehm. Also das, finde ich, ist der beste Duft von den vier Kerzen, die hier so drin sind. Aber wie gesagt, hätten sie vielleicht ein bisschen variieren können. Wobei, wer holt sich alle drei gleichzeitig? Ich mache es beruflich, also von daher macht es Sinn, weil ich hier die Adventskalender für euch teste und einfach herausfinde, welcher sich dann für euch lohnen könnte, ne? Aber ja, das stimmt auch. Ist eigentlich Pelle. Ja, das stimmt. Hast ja recht. Jetzt, wo du es sagst. Die Nummer 18. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ach, guck mal. Hier haben wir einen Lippenpflegestift drin enthalten. Und zwar den Repair Natural Lip Care. Der sieht richtig schön edel aus. Ich mag dieses Anthrazit, ne? Hat hier auch dieses Logo. Weil hier macht man das auf. Ah, und dann ploppt das nach oben. Also schon sehr, sehr hübsch gemacht. Und dann hast du hier einfach einen Lippenpflegestift. Und sowas können wir einfach in der kalten Jahreszeit gut gebrauchen. Also da ist alles bei mir richtig trocken. Ich merke es jetzt auch schon. Ihr hört es wahrscheinlich auch. Ich habe die Heizung hier an. Die müsste mal entlüftet werden, weil die macht Geräusche. Und ja, ne, da brauche ich halt einfach viel, viel mehr Liebe. Also meine Haut. Ich auch, ja. Okay, die Nummer 19. Car Parfum. Oh, das fand ich, das war, ah, wow. Tulip and Japanese Yuzu. Das ist nämlich die Amsterdam Collection. Das ist ein, ja, also so, mein Freund hat das nämlich auch gekriegt, weil das auch in einem Adventskalender letztes Jahr schon mal drin war. Du hast hier für das Auto so einen Duft drin. Und der Duft, der bei dem Männergedönsten Adventskalender drin war, war schon sehr herb. Und hier hast du eine, etwas blumigere Variante. Leute, das Ding hält euch so lange. Ich habe keine Ahnung, wofür man dieses Refill braucht, weil also bei meinem Freund hält das im Auto tatsächlich jetzt schon fast ein Jahr. Über ein Jahr eigentlich. Nee, fast ein Jahr. Ich habe den Anfang des Jahres erst ausgepackt. Und ja, sehr, sehr cool. Den mache ich mir, glaube ich, rein. So, herzlich willkommen. Ui, im 20er-Bereich ist das schön schwer. Ah, oh, sowas mag ich, ne? Ja, guck mal. Ich hatte noch nie eine Full-Size davon in der Hand, ne? Also bislang in allen Adventskalendern war da immer nur so eine Mini-Fizzle-Geschichte drin. The Ritual of Ayurveda Nourishing Rich Body Oil mit indischer Rose und Süßmandelöl, 100 ml. Und das ist einfach mal eine Glasverpackung. Leute, ich mag Körperöl. Ich verwende das von Knie bis Hüfte und kann das einfach auch immer sehr, sehr gut gebrauchen. Und meine Haut wird dadurch gepflegt, sie wird dadurch geschmeidiger. Und da habe ich halt auch so Problemstellen, wo, ne, klar, Sport ist das, was eigentlich hilft. Aber ich habe einfach in den letzten Jahren gemerkt, wenn ich das Ganze pflege, hilft es halt auch nochmal zusätzlich. Und darüber freue ich mich wirklich sehr. Das ist ein bombastisches Produkt hier drin. Ja, mal gucken, ob die Nummer 21 dieses Niveau halten kann. Es fühlt sich definitiv schwerer an als dieses Hair Perfume Gedönsen. Ja, guck mal.
Ein Parfüm ist hier nämlich drin. Das finde ich ja super. Ref de Hammam, also der Traum, nein, Ref de Hanami, ein Traum von Hanami. Ich kenne Hanami nicht. Ein Eau de Parfum mit 15 Millilitern. Ich kann euch mal die Duftnoten so hier so einblenden. Finde ich klasse, dass wir hier ein Parfüm mit drin haben. Also das habe ich auch bei den anderen Adventskalendern echt vermisst, muss ich gestehen, weil Riches hat tolle Düfte und die können die auch gerne in die Adventskalender mit reinpacken. Ne? Gut, im 170-Euro Adventskalender gehört es auch mit rein. Da gehört vielleicht sogar eine noch größere Größe mit rein. Aber ich freue mich darüber. Ja. Dann schauen wir mal, was wir 2 Tage vor Heiligabend machen dürfen, am 22. Dezember. Wir dürfen uns peelen. Skin Brightening Face Exfoliator, Ritual of Namaste, Moringa and Bamboo. 30 Milliliter haben wir hier drin. Und ich meine, also das ist ein Brightening Exfoliant Cleanser, also quasi ein Reinigungsprodukt, was dir Strahlkraft gibt und gleichzeitig dann ja auch eine peelende Wirkung hat. Ich meine, dass wir hier auch leichte Peeling-Partikel mit drin haben, was nicht so ganz meine Welt ist. Ich bin halt eher so ein Fan von Säurepeelings oder Enzympeelings und diese mechanischen Peelings sind halt für meine sensible Haut nicht ganz so gut geeignet, weil ich da Mikroverletzungen durchbekomme und das meine Haut nicht so gerne mag. Ich habe euch hier ein Video mal gedreht und ich verlinke das bei so vielen Adventskalendern. Es ist wirklich so, ne? Ich habe immer mal wieder so themenbezogene Videos auch gedreht und immer, wenn ich dann das gerade so in meine Rübe reinkriege, dann sage ich, hier ist es übrigens. Ich finde es eigentlich ganz praktisch. Und ja, genau. Also das haben wir hier mit drin. Ich muss wirklich mal herausfinden, mit welchem Peeling-Gedönsen das dann so ist. Also ob ich das dann verwenden möchte oder nicht, weil ich das jetzt so nicht sehe. Aber wenn ich meine nämlich wohl, dass dieses Bamboo auch dafür steht, dass es so leicht Gedönsen halt hier drin hat. Aber das müsst ihr mal gucken. Dann werfen wir mal einen Blick in diese verheißungsvolle Nummer 23. Und bei den Rituals Adventskalendern ist es dieses Jahr so, dass die in die 23 eigentlich das reinpacken, was sie normalerweise in die 24 packen würden, weil in der 24 diese Kerze halt immer noch drin ist. Und deswegen glaube ich, hier einen wirklich großen Raumduft zu finden. Das wäre ziemlich nice, oder? Ja, der fehlt nämlich auch noch. Ach schön, ach schön. Ach schön, ach schön! Ja, Leute, das ist der Smooth Violet Duft. Das ist so toll. Mensch, und da haben wir drin ganze, wie viel Milliliter? 100 Milliliter. Und das finde ich toll. Das finde ich richtig toll. Das feiere ich enorm hart, weil diesen Duft fand ich ja schon bei der Kerze so großartig. Und hier haben wir den als Raumduft. Das macht mich gerade glücklich, muss ich sagen. Ja, du hast hier oben halt die Möglichkeit, diese Stäbchen reinzupacken. Je nach Raumgröße nimmst du dann die Anzahl an Stäbchen, die du so brauchst. Und wenn du nur einen kleinen Raum hast, dann brauchst du ja nicht alle davon. Weil je mehr Stäbchen du nimmst, desto intensiver ist der Duft natürlich, weil die Oberfläche dadurch ja vergrößert wird, worauf der Duft verdampfen kann und sich verteilen kann. Ne? Und ja, deswegen. Also in einem großen Raum, bei uns jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer, würde ich alle reinpacken. In einem Gästebad vielleicht so 2 davon. Und ja, ach Mensch, das ist wirklich mein Highlight. Das muss ich wirklich sagen. Das ist sehr, sehr geil. Haben sie gut gemacht. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, dann gucken wir mal, was in der Nummer 24 drin ist. Ne? Das ist ja der 3. Adventssonntag dann dementsprechend. Und da befindet sich natürlich eine Kerze drin. Wild Fig, also die Feige, die wilde Feige haben wir hier auch noch drin enthalten. Und die rundet dann quasi unser Sortiment an Kerzen ab. Also das ist ein Adventskalender, den ich auch wirklich vom Inhalt her als sehr, sehr schön bezeichnen würde. 275 € ist wirklich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, das weiß ich nicht. Ich finde es großartig, dass der Adventskalender jetzt zum Ende hin nochmal richtig aufgeholt hat, ne? Weil am Anfang war es echt so, ja, mal gucken, was daraus so wird. Gar nicht gut finde ich tatsächlich, dass das hier so klein drin ist, das darf nicht sein. Die Raumdüfte hätten tatsächlich auch ein bisschen größer sein dürfen. Also diese Sprays, da haben die nämlich auch größere Größen drin enthalten in ihrem Sortiment. Und für 169,90 € hätte ich das tatsächlich auch echt erwartet. Ne? Aber gut, ansonsten haben wir hier eine schöne Auswahl an Produkten. Welchen Adventskalender von Rituals man sich holt, muss man dann letztendlich selber entscheiden. Ne? Aber ich sehe es halt auch so ein bisschen. Der steht ja auch in Konkurrenz immer mit The Body Shop zum Beispiel und The Body Shop haut halt richtig, richtig raus. Also da hast du sehr, sehr viele Produkte drin, die sich aber halt eher so auf die Körper- und Gesichtspflege beziehen. Und hier hast du halt auch noch Raumduft mit dabei, du hast ja auch noch einen Autoduft, ein dies, das, Ananas, deine Kerzchen und so. Aber ich finde, eigentlich sollten die dann bei den Produkten auch ein bisschen mehr auf den Putz hauen. Keine Ahnung, das ist so mein Eindruck. Ne? Aber weiß ich nicht. Also ich bin von den Adventskalendern Rituals versus The Body Shop eigentlich eher so bei The Body Shop tatsächlich. Finde ich hier aber die Düfte um Längen geiler, weil das halt mehr so
meins ist im Sinne von, die sind vollmundiger. Also kann man das so sagen? Die sind halt irgendwie dieses Smooth Violet und Sweet Jasmine und so, das ist halt so richtig edel. Und The Body Shop ist auch schön und mag ich auch sehr, sehr gerne, aber das ist halt eher so ein bisschen verspielter. Und deswegen, man sieht ja einfach, was hier drin ist. Man sieht auch bei dem The Body Shop, was drin ist. Und letztendlich müsst ihr dann entscheiden, welcher euch dann zusagt, ne? Tatsächlich. Aber wenn ich mir einen halt selber kaufen wollen würde, wäre es dann wahrscheinlich eher tatsächlich The Body Shop, weil du einfach mehr für dein Geld bekommst, gefühlt, ne? Da war mein ganzer Tisch voll mit Sachen. Naja, das war's auf jeden Fall hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt bei mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.